jetzt verlassen wir die Erde ein wenig, machen einen Schritt zurück, um wieder runter zu gucken. Und wir gucken runter mit Hilfe von Sentinel 2. Und dazu haben wir hier Rufen Volkmann auf der Bühne und der wird uns ein paar Einblicke auf die Erde von draußen verschaffen. Bitteschön. Genau. Hallo, herzlich willkommen. Ich werde euch heute vorstellen, wie ich einen Full-Resolution-Web-Service im Sinne von BMS, WCS, OGC-Standards von Sentinel 2-Daten gelöst habe. Und zu mir, ich bin Ruben Volkmann, ich arbeite am Earth Observation Center im DLR in Oberpfaffenhofen. Genau. So, kurz zum Inhalt. Ich werde erst das Projekt vorstellen, in dessen Rahmen ich es umgesetzt habe, ist code.de, aber nur ganz kurz. Da hat Christian ja schon gestern einen Vortrag drüber gehalten, wen es interessiert hat, war dort. Dann ganz schnell Überblick über Sentinel 2, was sind das für Daten. Dann die Anforderungen an den Service, der ursprünglich so, wie das ursprünglich geplant war. Und dann meine Evaluation, wie ich sie umsetzen wollte, die gewählte Variante, die eingesetzte Software und dann noch ein bisschen was zur Entwicklung von GeoServer und dann die tatsächliche Umsetzung noch kurz und bündig. So. Es blinkt. Gut. Jetzt geht's wieder. Aber Hilfe naht. Gut, also erstmal code.de ist die nennt sich Copernicus Data and Exploitation Platform Deutschland. De für Deutschland. Das ist der nationale Copernicus Mirror, wo man Daten von den Copernicus-Satelliten einsehen und runterladen kann. Und das wird vom DLR geleitet. Aber Christian hat da ja gestern viel mehr erzählt, deswegen lasse ich es dabei wenden. Also nur so, man kann jetzt hier an der Oberfläche links, die hat man eine Layerliste und kann filtern, Daten filtern per Suche. Rechts ist dann das Suchergebnis und in der Mitte ist dann ein BMS-Browserfenster, wo man die Daten auch gleich in Full Resolution sehen kann. Und darum geht es jetzt bei dem Vortrag, weil das war meine Aufgabe in dem Projekt, den BMS zu realisieren. Zu den Daten, Sentinel-2 ist ein Satellit von dem Copernicus-Programm und zwar habe ich da die Level 1 MSI-Daten verarbeitet. MSI ist, ist das Instrument, das die Daten aufnimmt und Level 1 heißt, das sind die nicht die Rohdaten, das wäre Level 0, sondern vorprozessierte Daten, die aber inhaltlich nicht jetzt verändert wurden. Und zwar nimmt das MSI-Instrument 13 Bänder im sichtbaren und nicht sichtbaren Bereich auf. Die Daten liegen dann als ZIP-Datei vor im Safe-Format, das ist von der ESA, wo die Daten, die Bänder drin liegen, als auch Metadaten und aber auch Korrekturdaten wie Error-Shapes und so weiter. Und ja, Cloud-Cover-Shapes und so. Insgesamt haben wir 500 Megabyte pro Datensatz und die eigentlichen Daten liegen dann im JPEG 2000-Format vor und das für mich etwas blöde war, einerseits, dass sie im JPEG 2000-Format vorliegen, ja, das auch, und dass sie in 120 UTM-Zonen vorliegen, was für eine globale WMS-Weltkarte vielleicht nicht ganz einfach war. Wir haben 10.000 Datensätze pro Tag, alle 8,3 Sekunden kommt ein neuer Datensatz rein. Das ist dann, wenn man richtig rechnet, 500 mal 10.000 Datensätze sind dann 5 Terabyte am Tag, die bei uns reinkommen. So. Also, und dann kam die Wunschliste an mich an, ja, ich soll ein BMS und ein WCS realisieren.
ich darf keine externen Dienste benutzen, also kein Amazon Web Service, kein Cloud Processing. Ich hab die Hardware, die mir zur Verfügung steht. So. Ich soll am besten keinen zusätzlichen Speicherplatz verbrauchen oder möglichst wenig. Es soll natürlich eine Top-Performance haben. Wir wollen natürlich die volle Auflösung ohne Qualitätsverlust und das Ganze bei geringem Ressourcenverbrauch und immer aktuell. Das kann man sich schon denken, dass okay, das schaffen wir vielleicht nicht ganz, aber wir wollen, dass möglichst viel davon erreichen. Deswegen habe ich eine Evaluation gemacht. Und zwar habe ich dann halt, wir bewegen uns im Spannungsfeld einfach zwischen dem Speicherbedarf, der Performance des Services, der Auflösung und der Qualität natürlich des Services und wie viel die Ressourcen, die wir verbrauchen fürs Processing, weil wir eben eine limitierte Hardware haben. Dann gab es die Idee, okay, wir surfen direkt die Originaldaten, am besten, weil wir ja keinen Speicherplatz brauchen dürfen, direkt aus den ZIP-Dateien. Also man muss sagen, kein Speicherbedarf heißt zusätzlichen Speicherbedarf. Also diese 5 Terabyte pro Tag, die ZIP-Dateien liegen sowieso bei uns zum Download. Und dazu kein zusätzlicher Speicherbedarf. Das heißt, ich könnte ja direkt die Daten als WMS aus den ZIP-Dateien direkt surfen und habe dann keinen Speicherverbrauch. Das geht tatsächlich, aber mit Einschränkungen. Das zeige ich gleich. Dann andere Möglichkeit wäre Unpacked, aber ich dupliziere die Datenmenge. Wäre möglich, dann könnte ich den für den Download im Prinzip on the fly zippen. Wäre denkbar, allerdings stößt das auch auf Grenzen, weil wir der JPEG 2000 Treiber, der Open JPEG 2000 Treiber doch recht langsam ist. Wobei sich da auch während der Projektlaufzeit da auch einiges getan hat. Also da könnte man jetzt vielleicht sogar noch weiterkommen. Aber ja, hatten wir eher schwierig von der Performance. So, und dann, ich mache eine Vorprozessierung, ist die andere Variante, und dann stellt sich halt die Frage, will ich in ein globales Koordinatensystem reprojizieren während der Prozessierung oder will ich das nicht machen, weil ich die volle Auflösung behalten will und die Datenmengen nicht, dass sie sich nicht stark vergrößern. Genau. Und dann die andere Frage, mache ich eine Lossless-Komprimierung oder eine Lossy-Komprimierung? Also gar keine Komprimierung haben wir ausgeschlossen, sondern einfach zu große Datenmengen. Das kollidiert dann mit dem kein Speicherplatz verbrauchen. So, dann habe ich auch in der Evaluierung schön viel gemessen. Hier sind jetzt Untersuchungen der verschiedenen Lossless-Komprimierungsmethoden, zum Beispiel anhand von Speicherverbrauch und Geschwindigkeit, Performance. Oder hier ist dann die Performance des WMS. Und da sieht man schon das Problem bei den Daten, die direkt aus dem ZIP gesurft werden. Das ist die grüne Linie. Steile Linie ist langsamer. Und die gelbe Linie wäre dann das zweite, die Originaldaten entpackt. Ist auch nicht so performant gewesen. Deswegen haben wir die zwei Lösungen eigentlich ausgeschlossen und sind deswegen auf die anderen Lösungen gekommen. Generell kann man dazu sagen, die Evolution hat gegeben, dass es die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt. So. Ja. Und zwar haben wir so festgestellt, dass man maximal 2,5 der Anforderungen mit einer Lösung erfüllen kann. Also der Anforderungen, die oben stehen, die 4 Anforderungen. Und zwar haben wir uns dann entschieden für die Lossy-Komprimierung, einfach weil der Speicherbedarf nur 10-15% der von Lossless-Komprimierungen beträgt und das aufgrund deswegen auch der geringeren I.O. eine gute Performance liefert. Allerdings haben wir auch natürlich Qualitätsverluste durch JPEG-Artefakte, die unabdingbar sind. Ja. Und natürlich auch, weil wir JPEG in nur 8-Bit surfen und nicht in den 12-Bit, was das Sentinel-2 Instrument eigentlich kann.
Genau. Allerdings nehmen wir die Originalprojektion, das heißt, wir projizieren nicht um während dem Processing. Dadurch können wir die volle Auflösung bei geringem Speicherbedarf halt behalten, weil sonst müsste man an den Polen, würde man sehr viel stretchen müssen. Und wenn ich das mit GDAL umrechne, dann macht er mir automatisch eine kleinere Datei. Das heißt, er verringert mir die Auflösung. Und ich müsste das über einen Trick hochrechnen, kriege aber eine deutlich größere Speicherbedarf. Allerdings habe ich dadurch, wie ich die Lösung gesetzt habe, eine schlechtere Performance, weil ich natürlich dann im Geo-Server, in der BMS, muss dann on the fly reproduzieren. So. Für die Umsetzung haben wir dann ausschließlich eigentlich Open-Source-Software benutzt. Deswegen ist das auch hier relevant. Nicht nur, ist auch offen. Und zwar aus guten Gründen. Jetzt haben wir eigentlich eine ziemlich gute Dokumentation für alle die Projekte, für die Open-Source-Programme, und wir haben eine gute Community, meistens beides, mindestens oder. Genau. Und wir haben vor allem im Geo-Server Anpassungen an der Software gebraucht, weil es nicht alle Anforderungen abgebildet hat, die wir brauchen. Und da haben wir einen Support-Vertrag mit GeoSolutions, die Entwickler sind und direkt unsere Bug-Reports und Feature-Wünsche einbauen konnten. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil das DLR wird durch öffentliche Gelder finanziert. Und dann finde ich das sehr gut, dass wir dann sagen, wir stecken einen Teil zumindest von dem Geld in ein Open-Source-Projekt, sodass alle wieder profitieren können. Genau. Was wir zum Beispiel gemacht haben, es gab Fehler an der Datumsgrenze, wurde gefixt, Transparenzfehler, das sieht man dann oben rechts, dass das eine Band der Daten das andere überlagert hat, weil die Daten ja immer rechteckig sind. Ja. Und dass es dann auch teilweise zu Darstellungsfehlern kam bei Bandkombinationen, das ist das Gelbe, das sieht auch nicht so gut aus, wurde alles gefixt. Dann Funktionen, die wir gebraucht haben, waren in Image-Mosaik mit heterogenem Koordinatensystem. Das war natürlich ganz wichtig, weil wir uns entschieden haben, eben nicht umzuprojizieren, und es ging vorher in GeoServer noch nicht, mit QGIS kann ich das natürlich machen, aber GeoServer konnte es noch nicht, jetzt kann es. Wir haben zusätzliche Domain-Attribute reingebracht, zum Beispiel für Cloud-Coverage-Filterung. Das ist dann eine Alternative zum SQL-Filter. Man kann jetzt seit der Version 2.13 auch Bänder unterschiedlicher Auflösung in ein Image-Mosaik reinschreiben. Das ging vorher nicht, das haben wir auch gebraucht, weil Sentinel-2 die unterschiedlichen Bänder eine unterschiedliche Auflösung haben. Also es gibt Bänder mit 10 Meter Auflösung und Bänder mit 40 und mit 60 Meter Auflösung. Und zusätzlich für ein anderes Projekt, EvoODAS von uns, wo wir ein bisschen, das ist mehr so ein Forschungsprojekt, wurde auch für GeoServer OpenSearch EO gemacht. Das ist prinzipiell, dass man die Metadaten in der Datenbank hält und GeoServer dann eine Schnittstelle bietet, eine OpenSearch-Schnittstelle, wo man dann die Daten direkt filtern kann. Und zusätzlich so ein Cross-Service-Linking, dass die Services untereinander voneinander wissen, dass man im Katalog direkt auf dem BMS und BFS und WCS verlinken kann und so weiter. So, für die Zukunft, das läuft jetzt an, dass das wird entwickelt, dass man eine dynamische Bandauswahl hat. Dass ich jetzt zum Beispiel auch die unterschiedlichen Bänder, also nicht nur RGB, rot verbinden kann, sondern auch ein Falschfarbenbild bezeugen kann. Geht heute schon, allerdings nicht dynamisch. Das heißt, ich muss für jede Ansicht einen eigenen Style kreieren. Und das will ich eigentlich nicht machen. Das sollte dynamisch gehen, das sollte der User im Prinzip entscheiden, was er haben will. Dann eine Arithmetik der Bänder, das heißt, zum Beispiel, da kann man NDVI erstellen. Hier ist dann also einfache Berechnungen zwischen Bändern. Heißt Infrarotband minus Rotband geteilt durch Rotband plus Infrarotband ist es, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Kann man auch noch nicht machen. So, und dann eine dynamische Skalierung oder eine Gamma-Anpassung, damit ich die Helligkeit eben an lokale Gegebenheiten anpassen kann.
Das ist jetzt zum Beispiel in dem Beispiel wichtig, weil ich will eigentlich den Gletscher sehen, aber das ist zu hell. Und das liegt natürlich daran, dass ich einen globalen WMS habe und der nicht für alle Regionen gut ist, ne? Weil die Helligkeit unterschiedlich ist. Ja. Wenn ich jetzt einen Wald habe, ist es vielleicht zu dunkel. Wenn ich Wolken habe oder Gletscher, ist es zu hell. Und dann kann ich das zum Beispiel so machen, dann sehe ich das. Und das Ganze soll als Variablen über den WMS-Request halt übergeben werden. So, ganz kurz zur Umsetzung. Will ich gar nicht so arg ins Detail gehen. Wir haben einen Ingestion Service, der holt die Daten vom Sentinel Hub ab und schiebt sie einerseits in den Download Service, in die Open Search Datenbank und in den View Service, dass das Preprocessing macht, und der schiebt die Datenbank dann in den GeoServer weiter. Die Processing-Maschine hat 32 Cores, 48 GB RAM. Es laufen wahrscheinlich auch jetzt in diesem Moment 30 parallele Prozesse und ich krieg maximal 15.000 Datensätze durch. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir haben ja vorhin gesagt, 10.000 Datensätze kommen am Tag rein. Wenn die ESA mal 2 Tage lang nicht sendet, weil die einen Ausfall haben, dann haben wir 20.000 Datensätze abzubauen, aber ich kann nur 4.000 bis 5.000 Datensätze am Tag abbauen. Das heißt, es kann da mal zum Rückstau kommen. Hoffe ich im Moment nicht, aber letzte Woche zum Beispiel war das der Fall. Ja. Das wäre ein bisschen mehr das Detail, wie es funktioniert, auch nur kurz, die Daten kommen in der Processing-Maschine an, werden da in den Queue geschrieben, die wird abgebaut, der schreibt in den Log, weil wir natürlich dann auch noch Sicherheitsvorschriften haben, ist da natürlich eine Firewall drüber, sodass ich da nicht von rechts nicht auf links schreiben kann. Deswegen muss ich das mit so Log abarbeiten, muss rechts quasi auch noch einen zweiten Log halten. Ich kann nicht direkt von der Processing-Maschine auf die rechte Seite in den Queue schreiben, das wäre schön. Ja, geht nicht. So, dann kurz zur Umsetzung der Prozessierung. Ich kreiere eine Bitmaske aus dem Band 2, weil Band 1 die niedrigere Auflösung hat und Band 2 hat eine 10 Meter Auflösung. Ich will das beste Band. Dann stelle ich daraus aus meinem Band, das ich benutzen will, also XX, das mache ich für jedes, also das Band mache ich dann für jedes, das untere mache ich dann für jedes Band. Ich schreibe ein VRT mit dem Band und der Maske, skaliere das Ganze dann nach 8 Bit, das sieht man dann bei Scale 0, 10.000, weil die Werte maximal 10.000 haben, also es gibt den maximalen Wert 10.000 bei Sentinel 2. Und dann erstelle ich noch Overviews, damit es natürlich schneller geht. Das Ganze bringe ich dann in den GeoServer rein. Da ist eigentlich vor allem interessant, wie ich dem GeoServer sage, wie die Bänder heißen. Und zwar mache ich das mit, das ist in der drittletzten Zeile, eigentlich ganz rechts kann man sehen, der Regex B 0 bis 9, 0 bis 9a. Und dann weiß über diesen Regex weiß GeoServer, es liest aus dem Dateinamen aus und dann weiß GeoServer, okay, diese Datei ist das Band so und so und schreibt es dann quasi in eine eigene Datenbank und dann kann er die einzeln miteinander kombinieren. Im Hintergrund steht natürlich eine Postgres-Datenbank als Index. Genau, und dann noch zwei schöne Bilder. So sah der Service vorher aus, das sind einfach nur die im Sentinel 2 Datensatz integrierten Quicklooks, die ESA produziert, und rechts ist dann Full Resolution, man sieht den Unterschied, denke ich. Und ja, einfach noch ein schönes Bild, um zu sehen, da kann man auch schön stundenlang mit verbringen und schöne Dinge sehen, irgendwelche zugefrorenen Seen, Wüsten, Dünen und so weiter. Aber ich meine, mit Google Earth kennt man das natürlich auch, allerdings hat es hier den Vorteil, dass ich da von einer x-beliebigen Zeit angucken will. Also ich kann das von heute oder von vor einem Jahr oder von vor einer Woche angucken. Hat natürlich den Nachteil, dass ich auch Wolken habe. Das heißt, ich brauche einen wolkenfreien Bereich. So, dann die letzte Folie, so der aktuelle Status, code.de.org. Wir haben die Katalogsuche integriert, den Download-Service und auch
eine Processing-Plattform, hat Christian schon gestern alles erzählt. Und wir haben ein Low-Resolution WMS seit 2016 für Sentinel 1 und 2, Full-Resolution WMS für Sentinel 2 seit November 2017. Und aktuell sind da in diesem Full-Resolution WMS 900.000 Datensätze schon verarbeitet. Das Ganze ist natürlich in Spire validiert. Logisch. Und geplant ist Sentinel 3, das kommt sehr bald. Ist eigentlich schon mehr oder weniger fertig, die Workflow-Umsetzung noch nicht 100% und da muss noch eingebaut werden nächsten Monat. Sentinel 5P und dann RESA-Daten werden auch im Sommer 2018 noch eingebunden, auch in voller Auflösung. Auch Sentinel 3 in voller Auflösung. Genau. So, dann war's das. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke für diesen spannenden Erfahrungsbericht. Jetzt haben wir Zeit für Fragen. Bitte schön. Ja, danke für den Vortrag. Ich habe noch eine Detailfrage. Du hast gesagt PostGIS-Datenbank und die Rasterdaten. Ist es dann so, also ich würde jetzt mal denken, die Rasterdaten liegen wahrscheinlich als Dateien da und die PostGIS-Datenbank Boundingboxes für die Bilder, damit die da schneller gefunden werden können. Ist das so? Genau, das ist so. Genau so. Eigentlich ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Das ist also die PostGIS-Datenbank ist tatsächlich nur der Index für die Daten im Filesystem. Allerdings zusätzlich habe ich noch in der PostGIS-Tabelle nur die Boundingbox halt eben drin. Und was ich aber eigentlich auch noch brauche, ist die echte Datenbox, wo die Daten drin sind. Und das ist, wenn ich an den Rändern eben nicht immer die Boundingbox. Und das habe ich auch mit der Bitmaske realisiert. Und zusätzlich trage ich die auch in die, hier, genau, in der Bitmaske ist im Prinzip dann die Information auch vorhanden direkt, wo sind eigentlich Daten und wo keine. Und das trage ich aber auch in die Datenbank zusätzlich ein, um auch Vektordaten anzeigen zu können. Aber es ist nur ein Zusatz, das hat dann mit dem WMS eigentlich nichts zu tun. Wir haben oben noch eine Frage. Gehen wir zurück zu der Folie, wo du GDAL die Aufrufe hattest. Ja. Wenn man sowieso JPEG draus macht, lohnt es sich, einen Farbraum zu ändern vorher. GDAL, die Seite sagt sogar direkt, 2 bis 3 Mal kleiner können die Bilder werden, wenn du einen anderen Farbraum nimmst. Das geht nur, wenn ich meine 3 oder 4 Kanäle habe, also wenn ich ein RGB oder ein RGBA-Band habe. Okay. Und wenn ich die Bänder aber einzeln haben will, weil ich will sie ja hinterher einzeln kombinierbar machen, im Geo-Server habe ich die Bänder alle als einzelne Dateien vorliegen, dann geht es nicht. Zeit für eine Frage hätten wir noch, falls eine da ist. Scheint nicht so zu sein. Vielen Dank, Ruben Volkmann.